Also, wie ich gesagt habe, das Passiv, in diesem Video geht es um das Passiv. Und wie Sie wissen, dass das Aktiv und Passiv ist, das sind die beiden Handlungsarten des Verbs, die im Deutschen gibt. Hier gebe ich Ihnen ein paar Sätze. Schauen Sie mal hier. Es gibt eine Tabelle. Es gibt hier Aktivsätze und Passivsätze. Um Vorwissen zu aktivieren, möchte ich zunächst einmal Ihnen ein paar Sätze geben. Das sind hier. Also, machen Sie bitte mit und versuchen Sie diese Sätze, es gibt hier Aktivsätze und Passivsätze. Sie nehmen Sie sich ein bisschen Zeit und versuchen Sie diese Sätze unter diesen zwei Rubriken zuzuordnen. Ich gebe Ihnen 2 Minuten Zeit. Okay, dann machen wir gemeinsam die Lösung. Also zum Beispiel dieser Satz, der Lehrer erklärt den Dativ. Wo, unter welcher Rubrik kommt dieser Satz? Also das ist ein Aktivsatz. Der Lehrer erklärt den Dativ. Und dann der Passivsatz ist, der Dativ wird erklärt. Schauen Sie mal hier die Formen. Zweiter Satz. Die Schüler lösen die Aufgaben. Das ist der Aktivsatz. Der Passivsatz ist, die Aufgaben werden gelöst. Und der letzte Satz, der Mechaniker repariert das Auto und das Auto wird repariert. Ja, Sie schauen, Sie merken hier, dass es zwei Formen gibt beim Passivsetzen. Also machen wir ein Stück weiter und erklären wir, wie man das Passiv am effektivsten bildet. Mit diesen Sätzen noch einmal. Der Lehrer erklärt den Dativ. Beim Passivsatz steht hier, der Dativ wird erklärt. Schauen Sie mal hier, dass im Passivsatz hier stehen zwei Formen. Also im Passivsätzen stehen meistens zwei Formen. Diese Form hier kommt vom Verb werden im Präsens plus Partizip 2. Ja, ich bin sicher, dass Sie schon über Vorwissen über Konjugationen und Partizipien verfügen. Aber noch einmal ein kurzer Blick über diese Form. Also bei der Konjugation des Verbs im Präsens, ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie und sie werden. So konjugiert man das Verb werden im Präsens. Also beim zweiten Satz auch das Gleiche hier. Die Aufgaben als das Subjekt, das Akkusativobjekt wird hier als Subjekt verwendet. Also die Aufgaben, plus Partizip von Verb werden plus plus Form von Verb werden, plus Partizip 2. Die Aufgaben werden gelöst. Hier auch das Auto wird repariert. Also repariert ist das Partizip 2 vom Verb reparieren. Auch ein Blick über die Partizipien werfen. Schauen Sie mal hier, das sind ein paar Verben im Infinitiv und das ist das Partizip 2 dieser Verben. Zum Beispiel hier bauen, gebaut,
Schauen Sie mal hier. Man bildet Partizip 2 mit dem Präfix g plus t. Das sind bei regelmäßigen Verben. Auch das hier, erklären, erklärt, reparieren, repariert, bezahlen, bezahlt. Hier bringen, das ist ein Mischverb. So gibt es ein Präfix g und Endung t, aber es gibt hier einen Vokal- und Konsonantenwechsel. Auch wecken, geweckt, einladen, das ist ein starkes Verb, aber ein Modalverb, aber stark. Eingeladen, hier sehen Sie, dass das Präfix, also zwischen Vorsilbe und Stammverb, plus en. Und abholen, auch abgeholt. Das ist nur eine kurze Wiederholung. Jetzt machen wir weiter mit der Erklärung. Also hier auch das Passiv anders vorgestellt. Schauen Sie mal immer das Beispielsatz. Der Lehrer erklärt Dativ. Hier, wie ich gesagt habe, Akkusativ Objekt. Und bei diesem Satz im Passiv wird dieses Akkusativobjekt hier zu Subjekt des Passivsatzes. Und wie wir wissen, also wird im Präsens, also das Verb werden im Präsens plus Partizip 2. Okay? Bei diesem Satz ist der Lehrer der Akteur, der Hauptakteur. Also der Lehrer erklärt den Dativ. Das heißt, er handelt hier aktiv. Und beim Passivsatz kann dieser Akteur, dieser Akteur ist nicht mehr interessant, aber man kann auf jeden Fall das mit der Präposition von schreiben. Okay? Wir können also sagen, im Passivsatz, der Dativ wird erklärt oder der Dativ wird vom Lehrer erklärt. Also mit vom ist eine Präposition plus Dativ. Es gibt eigentlich viele Präpositionen mit Dativ. Es gibt Präpositionen mit Dativ, Akkusativ und Genitiv. Hier ein paar Präpositionen als Beispiel und als Wiederholung. Also es gibt aus, bei, mit, nach, von, zu, seit. Ja, diese Präpositionen werden auch dekliniert. Also zum Beispiel hier von plus der für maskulin ist von dem oder vom. Von hier kommt das vom Lehrer. Okay? Von plus das für Neutrum wird dann von dem, also vom. Und von plus feminin, die, wird von der und von, das ist nicht mehr eine Präposition mit Dativ, und diese Artikel werden dekliniert. Hier von plus die Plural wird von dem. Als Beispiel hier, das Kind wird von der Mutter angezogen. Also von der hier, feminin. Von die wird von der. Oder das Kind wird von dem, also vom Vater angezogen. Oder das Kind wird von den Eltern angezogen. Den. Das ist nur eine kurze Wiederholung. Also zurück zu unserem Hauptthema. Also wie ich gesagt habe, der Lehrer erklärt den Dativ. Den Dativ ist Akkusativobjekt, wird zu Subjekt des Passivsatzes plus Form von werden, vom Verb werden im Präsens plus Partizip 2. Man kann auch die handelnde Person hier nennen, aber die Nennung von Akteuren ist nicht so wichtig. Man kann also hier, diese kann auch weggelassen werden. Jetzt möchte ich also die Erklärung ein bisschen interessanter und gut visualisiert
visualisieren. Schauen wir noch einmal hier. Diese Verdeutlichung mit Bildern. Was ist das oder wer ist das? Das ist ein Lehrer. Was ist das? Eine Tafel. Was macht der Lehrer? Er erklärt oder er gibt einen Kurs, das heißt, er erklärt hier Dativ. Der Satz hier ist klar. Der Lehrer ist Hauptakteur und handelt aktiv hier. Das heißt, wer ist der Akteur hier? Ist der Lehrer. Was macht er oder was tut er? Er erklärt den Dativ. Was meinen Sie, ist dieser Satz im Passiv oder aktiv? Ja, das ist ein Aktivsatz. Ein anderes Bild hier, eine Tafel. Also hier Grammatik erklärt. Dazu gibt es auch einen Satz. Aber es gibt hier keinen Akteur. Hauptsache ist nicht, wer was gemacht hat, sondern was passiert. Hier ist der Akteur nicht interessant. Dativ wird, was wird gemacht? Ja, Dativ wird erklärt. Hauptsache, dass man weiß, was passiert ist oder was, welche Handlung oder Aktion. Was ist die Aktion hier? Die Aktion des Erklärens. Und dann, wie ich schon gesagt habe, man kann den Akteur, aber das bleibt immer unwichtig und interessant. Also der Dativ wird vom Lehrer erklärt. Ja, ich hoffe jetzt, dass Sie, dass alles bei Ihnen klar ist in Bezug auf diesen grammatischen Phänomen. Schauen Sie mal hier, dieser Satz ist im klar, im Passiv. Und jetzt zu einer Übung, einer interaktiven Übung. Sie werden jetzt eine Übung also machen. Und wir haben hier auch eine Tabelle mit Aktivsätze und Passivsätze. Und die Übung lautet, bilden Sie Sätze im Passivpräsens. Ja, wir reden jetzt immer über Passiv, aber mit Präsens. Der Satz 1 ist, die Frau bezahlt die Rechnung. Der Vater bringt das Kind in die Schule. Und Kamal lädt Samia ein. Ich gebe Ihnen auch 2 bis 3 Minuten Zeit. Denken Sie kurz nach und versuchen Sie, diese Sätze ins Passiv einzusetzen. Fertig. Dann zur Lösung. Also für Satz 1, die Frau bezahlt die Rechnung. Hier das Verb bezahlt im Präsens und dann hier das Verb werden im Präsens plus Partizip. Also die Rechnungen werden bezahlt. Die Rechnungen hier ist Plural, Subjekt, aber Plural, dann brauchen wir das Verb werden im Plural plus Partizip 2. Satz 2, der Vater bringt das Kind in die Schule. Also Passivsatz, das Kind wird zur Schule gebracht. Hier Partizip 2 von das Verb hier bringen und die Form von werden. Samia lädt, Kamal lädt Samia ein. Also Samia wird eingeladen. Partizip 2 von laden, eingeladen. Okay. Ist das klar? Ja, ich hoffe es. Jetzt kommen wir zur Passivbildung, aber nicht nur im Präsens, sondern im Präteritum. Und das ist ganz einfach.
Keine Panik. Passiv, das sind hier Personalpronomen. Ich, du, er, sie, es, Singular, wir, ihr, sie und sie, Plural. Und das hier ist Passivpräsens. Also, man bildet Passivpräsens mit dem Verb werden im Präsens. Ja? Plus Partizip 2. Ja, plus Partizip 2 hier. Also wir sagen, ich werde geholt. Partizip 2 bleibt immer das gleiche. Also, aber das, man soll das Verb werden im Präsens konjugieren. Ich werde, du wirst, er wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Plus Partizip 2. Ich werde geholt, du wirst geholt. Er, sie, es wird geholt, wir werden geholt, ihr werdet geholt, sie und sie werden geholt. Beim Passivpräteritum, ganz einfach, muss man das Verb werden, aber diesmal im Präteritum konjugieren. Ja? Ich wurde, nicht ich werde, hier, ich wurde, ein Vokaländerung. Ich wurde geholt, aber das Partizip bleibt das gleiche. Du wurdest geholt, er wurde geholt, wir wurden geholt, sie wurden geholt und sie wurden, ihr wurdet geholt und sie wurden geholt. Ja, so bildet man das, Passiv im Präsens und im Präteritum. Also mit dem Verb werden im Präsens plus Partizip 2 oder mit dem Verb werden im Präteritum plus Partizip 2. Ja, kommen wir noch ein Stück weiter. Jetzt habe ich hier Passivsätze im Präsens und Passivsätze im Präteritum. Wie ich gesagt habe, man bildet das Passiv mit dem Verb werden plus Partizip 2. Entweder mit dem Verb werden im Präsens oder im Präteritum. Hier, die Rechnungen werden bezahlt. Das Subjekt und dann die Formen von werden und Partizip 2. Hier wird das Verb im Präsens konjugiert. Also im Passivsatz soll hier das Verb im Präteritum konjugiert werden. Ja, ich gebe Ihnen auch 2 bis 3 Minuten Zeit. Versuchen Sie das alleine zu lösen und dann machen wir weiter. Also jetzt die Lösung. Also die Rechnungen werden bezahlt. Was meinen Sie? Hier eine Tabelle für Verb, mit dem Verb werden im Präsens und Präteritum. Also die Rechnungen werden. Die Rechnungen hier Plural, sie werden. Die Rechnungen werden bezahlt. Im Passiv. Denken Sie kurz nach, hier gibt es die Verben, die wir also in diesen Lücken antragen wollen. Also beim ersten Satz, die Rechnungen wurden bezahlt. Hier werden Präsens Plural und hier wurden. Die Rechnungen wurden bezahlt. Beim Satz 2. Das Kind wird hier Präsens, werden im Präsens zur Schule gebracht. Das Kind wurde hier es. Das Kind wurde im Präteritum. Und beim letzten Satz. Samia wird eingeladen. Passiv Präsens. Samia wurde eingeladen. Samia, sie wurde eingeladen. Also jetzt machen wir noch eine andere Übung.
Also bilden Sie Passivsätze in der richtigen Form. Hier haben wir Aktivsätze und hier sollen wir Passivsätze ergänzen. Aber in der richtigen Form, das heißt, entweder im Präsens oder Präteritum. Wie kann man das machen? Wir sollen zunächst das Verb fokussieren. Hier, mein Freund holte mich vom Bahnhof ab. Das Verb hier, abholen. Das Verb hier wurde im Präteritum konjugiert. Also im Passivsatz soll das Verb auch im Präteritum konjugiert. Also, mich ist also hier, ich wurde vom Bahnhof abgeholt. Ja, mein Freund holt mich hier, mein Freund. Subjekt und Verb im Präteritum. Dann soll auch im Passivsatz hier das Verb im Präteritum stehen. Also mein Freund holte mich vom Bahnhof ab. Ich wurde mein Freund holte mich vom Bahnhof ab. Ich wurde vom Flughafen abgeholt. Ja, machen Sie es weiter und dann machen wir gemeinsam die Lösung. Also beim zweiten Satz, die Mutter bringt das Kind ins Bett. Hier das Verb bringen. Hier im Präsens konjugiert. Und hier das Kind wird ins Bett gebracht. Das Verb werden soll hier auch im Präsens konjugiert werden. Okay? Satz 3. Die Firma baute das Haus. Also bauen hier im Präteritum. Das Haus wurde auch hier im Präteritum gebaut. Die Polizei kontrollierte alle Passagiere. Im Passivsatz. Alle Passagiere wurden kontrolliert. Das Verb hier im Präteritum und soll hier auch das Verb im Präteritum konjugiert werden. Und der letzte Satz, der Gast bestellt ein Bier. Oder hier, der Gast bestellt ein Glas Tee. Ein Glas Tee wird bestellt. Soll im Präsens konjugiert. So, kommen wir zu der Regel. Also von Passiv. Ja, ich bitte Ihnen, diese Regel selbst zu entdecken. Versuchen Sie diese Regel, diese Sätze oder diese Lücken auszufüllen. Hier, also wir sollen also mit diesen Wörtern die Lücken ausfüllen. Man bildet das Passiv mit dem. Welches Wort kommt hier? Mit dem Präteritum, Präsens oder Hilfsverb? Werden plus Partizip 2. Ja? Denken Sie kurz nach. Also, hier die Antwort. Man bildet das Passiv mit dem Hilfsverb, Auxiliär. Werden plus Partizip 2. Satz 2. Passiv, Präsens ist, also da man bildet Passivpräsens, das Hilfsverb werden im Präsens. Weil Passivpräsens plus Partizip 2. Und man bildet das Passivpräteritum mit dem Hilfsverb werden im Präteritum plus Partizip 2. Also das ist alles, liebe Schülerinnen und Schüler. Ich hoffe, dass Sie
bestens passiv verstanden haben und wünsche Ihnen alles Gute. Hallo liebe Schülerinnen und Schüler und willkommen zu diesem interaktiven Lehrvideo. Heute befassen wir uns mit dem Thema Passiv. Das ist ein Thema der Lektion 1. Hier ist Khalid Nashid, Deutschlehrer in Rabat. Ja, seien Sie herzlich willkommen.